Ja, der blickt dann irgendwann zu Ahmad. Weitere Fragen, Euer Gnaden? Ich denke, ich habe genug gehört. Eine letzte Frage an den Kapitän. Ihr seid sicher, dass ihr die Briefe einreichen wollt, die ihr vorgelegt habt? Ich schaue mal in meinen Zeugenstand. Denk noch mal haarscharf nach. Die werden doch nicht öffentlich zugänglich gemacht, also ja. Ich schaue noch mal in meine Prinzipientreue. Ja. Die Ja, Wahrheit und die ganze er Wahrheit. sortiert die nochmal durch und klopft die nochmal so ein bisschen gerade. Ein Brief von Rodan von Mendena, dem Reichsgroßadmiral. Er sagt in diesem Brief aus, dass diese Arche als Waffe dienen soll und sie soll, nun ja, wie ich das hier lesen kann, mit periodischer Positionsmeldung in Richtung, sie soll übergeben werden und von fachkundigen Wehrspezialisten als Entsatz. Er schaut wieder nach oben, ihr erkennt, glaube ich, den Inhalt des Briefes. Meldet ihr periodische Positionsmeldung an den an den Reichsgroßadmiral? Die Befehle des Reichsgroßadmirals wurden durch die Belange des Reichsgroßgeheimrates überschrieben. Wir melden unsere Position an eben jenen. Er verfährt mit dieser Information, wie er es für richtig hält. Wie er es in seinem von ihrer amtierenden Majestät der Königin befohlen für richtig hält. Ich wollte nur noch einmal fragen, weil seine Forderung ist, dass sichergestellt wird, dass diese Dämonenarche nie wieder in die Gewalt des Feindes fällt, und das deckt sich mit den Aussagen von Ahmad. Aber ich nicht. Ich deute nochmal auf den großen Pulk an Söldnern und Geschützen, der hier steht. Alles Menschenmögliche getan, um das zu verhindern. Bin ich nicht gerade dabei, einen Abweichler in der Mannschaft anzuklagen, um gerade dies sicherzustellen? Genau. Irgendwelche weiteren Anträge. Sonst würde ich jetzt einmal die Beweispunkte zusammentragen. Dem ist nicht so. Ich habe mir hier nachträglich noch 4 Punkte für die Briefe aufgeschrieben auf Seiten von Ahmad. Und ich habe mir noch 7 Punkte aus Myria aufgeschrieben. Aus dem SO und aus dem Eid. Zudem wird Alrexei mit seiner Aussage natürlich auch ziemlich belasten, was weitere 5 Punkte wären, wobei Ahmad dann bei 29 wäre. Ja, dann hat Beweispunkte vorgelegt. Die Briefe helfen ihm selbstverständlich auch. 4 Punkte. Verschiedene Zeugen, die aufgerufen worden sind. Myria auch. Die 7 gebe ich dir genauso. Wobei du dann bei 12 plus 7 sind 19 bist und 4, um die 4 23 Punkte her. aus dem Ring. Muss gerade gucken. Genau, den Ring hatte ich auch nochmal. Plus 1. Überlege gerade, wo die 4 Punkte herkommen. Achso, das sind auch nochmal die Briefe, richtig. 24. Dann bist du bei 24 Punkten. Wie viel hat Ahmad? 29. 29. Im Monat oder 9 und? Was? 25 oder 29? Ich habe 29. 29 zu 29. 24. Naja, und die anderen Zeugenaussagen? Ja, ich habe die hier alle nach und nach aufgelistet. Plus 5 von. Bin mir gerade nicht sicher. Plus 5, plus 7, plus 3, plus 7. Also, das waren insgesamt war es dann eine 12er aus den Zeugen und. Ja, dementsprechend steht es 29 zu 24 für Ahmad. Ein Bonus, weil ich Jagolds Freund bin. Bestechung. Jetzt geht's los. Ne, wird er nicht zulassen. Er hat auch eine eigene Prinzipientreue. Ja, nach einer Stunde. Es gibt keine Beratung, weil er keine schöffen Zeugen hat. Naja, anderen Leute, die jetzt darüber abstimmen müssen. Er wird dann nach einer Stunde das Urteil fällen. Und das Urteil wird Ahmad recht sprechen. Ich möchte schon was hören. Ich weiß nicht genau, was Ahmad Rechtsprechen jetzt bedeutet.
Ja, das ist jetzt die Frage. Möchtest du eine Strafe vollhängen? Möchtest du Yarlan als Kapitän absetzen? Möchtest du einen anderen Kapitän berufen? Möchtest du ihn auspeitschen lassen? Oder wir schauen einfach mal in die Strafen vom Gericht, je nachdem, was denn das Delikt war. Also wieder die Götter handeln, was ja noch nicht der Fall ist, aber was eben der Fall sein könnte. Da müsstest du jetzt überlegen. Ja, ich guck mal ganz kurz, was die Strafen dazu sind. Also, Ahmad kann auf jeden Fall nicht die Strafe aussprechen. Ja, Also das ist muss schon der ja. Dingestens machen. Ja, richtig, richtig genau. Ich überlege gerade, was das Delikt war, was Yarlan jetzt getan hat. Also, Das ist eine gute Frage. handelt es sich. Kriegsverbrechen gibt's nicht Es bei ist auf uns. alle Fälle keine Befehlsverweigerung von Ahmad. Du kannst ihn nicht einsperren, Ahmad. Jetzt ist einfach. Ja, Also, Bedrohung der öffentlichen Sicherheit. Bedrohung der öffentlichen Sicherheit wäre möglich. Was nicht, ich würde sagen, rütteln an den Grundfesten Alvarans kommt schon ganz gut hin. Wo ist denn das? Tun wieder die Zwölfe. Das ist also ein Sammelbegriff für, ja, der hat Blödsinn gemacht. Wo ist denn Affenblödsinn. das? Wo ist denn das? Tun wieder die Dann wärst du aber Zwölfe. schon mal schwer, ne? Wenn du da tun wieder die Zwölfe nimmst. Tun wieder die Zwölfe gibt es auch in drei Kategorien. Ja, aber ein Mal wäre auch irgendwie so, keine Ahnung. Ja, genau, da müssen wir uns jetzt gucken. Leicht lästerliches Fluchen, das war kein lästerliches Fluchen. Störung des Götterdienstes, Tempel beschmieren, das ist auch nicht. Blasphemie, Angriff auf einen Geweihten, das ist auch nicht. Oh, was ist denn mit Tun wieder die Stadt bei Brandstiftung? Tun Oh wieder die nein, das nehmen wir nicht. Stadt. Das nehmen wir Schauen wir mal nach. Brandstiftung, Verstümmelung, Tod oder Tod, ja. Ist, wir haben ja bewiesen, dass es kein Brand in der Stadt ist, weil die Militärgebäude abseits stehen. Von daher kann das kein Tatbestand sein. Also ich finde, Aufwiegelung klingt schon ganz gut, oder? Was sagt denn Romilly? Du hast es so schön zusammengefasst damals im Forum. Was sagt denn unser Forum zu Strafen? Da muss ich fix nachlesen Ich glaube, das Mhm. war aber eher so auf dem Schiff, nicht Kriegsverbrechen. Also, es ist keine Dieberei, es ist kein Tun wider Ehr und Stand. Also ich hätte echt gesagt, das ist Blasphemie, weil das ja wirklich ein Götterfrevel ist. Ja, es wäre jetzt. Aber Blasphemie ist ja eher so aussprechen, oder? So andere Lehren verbreiten. Blasphemie ist, hey! In den Himmel schreien, ich hasse dich, so wie es Ephedaios vor kurzem getan hat, das wäre Blasphemie. Ja, oder hey, Barbara des Kuhheil, das wäre ein Blasphemie. Ja. Oder hey, Kuhheil ist im Bezeichnet Wald. das Verhöhnen oder Verfluchen bestimmter Glaubensinhalte? Und wenn du halt so, ja, keine Ahnung, also ich würde sagen, das ist Blasphemie. So, Romilly, erzähl doch mal, hast du was gefunden? Bin gerade den Beitrag am Suchen. Genau, am besten bei deinen eigenen Beiträgen gucken. Den Glaube, letzten, sonst ich war auch in der gerade bei. privaten Mitteilung wäre es auch nochmal drin. Ich meine, prinzipiell hat Jagold hat Stimmt, Feierabend, weil private gewöhnlich. Mitteilung ist ein Trick, weil. Ah, hier, eine öffentliche ärgernisbeerregende Beschimpfung Gottes wird als Gotteslästerung bezeichnet, aber nicht als Blasphemie. Das wäre dann eher Störung des, ja gut, Störung des Götterdienstes auch nicht. Alternative oder zusätzliche Strafen? Ich meine, prinzipiell hat Jagold freie Hand, Kerker? weil er ist hier der Rechtsherr. Wir sind nicht in Gareth, wo er sich an Gesetze halten muss. Ja, das ist richtig. Also Jagold wird auch nicht lange mit euch diskutieren. Das ist was, was er jetzt alleine machen möchte. Aber ich möchte jetzt als Spielleiter wissen, was denn, was Mord Jagold haben wir sagen soll. nicht. Ich habe, Dämonenbeschwörung haben wir auch nicht. Bei Befehlsverweigerung wäre es je nach Schwere entweder Arrest, Zusatzdienst, Soldkürzung oder Auspeitschen. Aua. Sabotage oder Spionage sehe ich hier auch nicht. Unbefugtes Betreten von Archenzonen haben wir auch nicht. Diebstahl. Dann auch nicht. Und Glücksspiel. Glücksspiel gegen Geld haben wir auch nicht. Es wäre wahrscheinlich eher am ehesten die Dämonenbeschwörung, aber das sehe ich ja auch nicht. Ne, Dämonenbeschwörung Nee, sehe sehe ich ich auch ja, nicht. also es ist Dämonenbeschwörung halt. ist ein ganz, ganz anderer Ja, ja, Tatbestand. ja, ist ja gut. Also ich sehe hier nichts, das von euren Archenregeln abgedeckt ist. Also, so meine Meinung wäre, dass er Kriegsverbrecher ist. Nicht direkt Deserteur, aber halt Kriegsverbrecher und dementsprechend halt seines Rang enthoben wird und ausgeschlossen wird. Was Was man das heißen würde, er würde untersch in den Knast geworfen werden, was aber auch irgendwie gay wäre. Was man unterstellen könnte, wäre Vorbereitung zum Mord, wenn du es so auslegen willst. Geldbuße. Aber das Kinder, ist im Mann. Krieg. Kinder, ich Das will jetzt ist keine kein Meuterei Mord. vom Zaun brechen, aber ich schwöre euch, ich tue es. Okay, also ich Kann lasse man. einfach. Ja, erzähl. Oder kann man Riedkötter halt vorschlagen, dass wir Jarlan als Kapitän absetzen und ihm
mit der genau gleichen Anklage vor ein ordentliches Gericht stellen, wo andere Leute entscheiden. Das könnte man auch machen. Finde ich gut, dass ihr euch in Perikum selbst verantwortet. Beilung, bitte. Hey, Perikum. Vor Beilung. Rondras Gericht. Okay, Beilung, Frau Preis. Jalan wird als Kapitän abgesetzt. Wer wird der neue Kapitän? Riedgötter. Jetzt sag nicht Riedkötter. Nein, Okay. nein. Gut, dann gehen wir in der Rangfolge weiter, Romilly. Ja, das wird dann wohl so sein. Was? Romilly schaut so, als Das das ist dann meint ihr halt so. nicht ernst. Ja, Romilly das geht nach interessiert mich Romilly. jetzt gerade nicht. Romilly wird Kapitänin. Ja, Was nämlich denn? Jalan hat sich das damals auch nicht ausgesucht. Er hat einfach Ach, habe ich. irgendwann war er Kapitän. Ja, du hattest den Hut. Okay, was machen wir noch? Lass mal. Verstümmelung, du hast schon Auge weniger. Wir können auch jetzt aber keine Seefahrerin zum Kapitän machen. Eigentlich nicht, ne? Das geht doch nicht. Dann gehen wir in der Rangfolge weiter an Myria. Ja, die ist aber genauso keine Seefahrerin. Vor Ist allem ist egal. es auch ein NPC. Ah, wir Romilly. machen einfach Daios, dann hat alles Nein, erreicht. nein, Dann müssten. Romilly. Oder Romilly wir ist jetzt nehmen Kapitänin. Kiaras. Achso, ja, dann nehmen. Nee, Entschuldigung, dann nehmen wir Kiaras. Finde ich gut. Nein, nein, Kiaras wird nein. doch. Kiaras ist Hä, dann nein, höher das macht als. echt keinen Sinn. Kiaras Der Typ ist ist. einen Tag da und wird direkt zum Entschuldigung. Kapitän. Kiaras ist Rang höher als Romilly und hat Ahnung von Seefahrt. Also, Der ist ja seit einem Er Tag ist da. aber kein Adlinger. Entweder Kiaras oder Romilly. Das ist jetzt das, was ich euch zur Diskussion stelle. Kein Alan Fahne auf dem KGH-Schiff, das könnt ihr euch abschminken. Jalan, du bist kein Kapitän. Ahmad? Das ist. Kiaras Also oder entweder Romilly? Kiaras oder Romilly. Ja. Warum denn nicht einfach Daios? Ja, Nein. aber warum nicht? Nein. Weil er der Bakterie ist. Nein, weil. Ja, weil Nein, er nur Scheiße macht. Effortgeweihte sind beratend tätig. Effortgeweihte sind keine eigenen Kapitäne. Ja, aber es gibt auch Effortgeweihte Kapitäne. Hier nicht. Okay, dann nicht. Ich meine, er ist der Einzige, der uns hier irgendwie am Leben hält, aber okay, Okay, na dann gut, du schlägst Romilly. Effortaios vor. Ja, ich schlage einfach Daios vor. Effortaios, wen schlägst du vor? Romilly oder Kiaras? Wenn dann Kiaras. Okay, Ja, auf was habt ihr euch geeinigt? Wer wird neuer Kapitän? wir haben uns gar nicht geeinigt. Gerade eben ich haben bin wir uns immer noch für geeinigt, als Effa du da Daios. warst. Ich bin immer noch für Romilly. Wieder da. Ja, Genau, aber Romilly wenn. mussten wir noch abarbeiten. Romilly hat sich Effa für Daios, sei für dich Kiaras selbst, dann gewinnst du. ausgesprochen. Effa Daios, sei für dich selbst, dann gewinnst du. Aber sie würde sich definitiv nicht davor drücken, diese Aufgabe anzunehmen. Man hat ja schließlich einen Effortgeweihten, der berät. Also ich fände Ephadanos auch sehr logisch, aber also ich weiß ja jetzt nicht, was du geplant hast. Und wenn du sagst, in deinem Aventurien sind Effortgeweihte eher immer beratend, Also dann genau, in vertraue ich meinem, dir für jeder NPC-Effortgeweihte würde nur beratend tätig sein. Er würde sich davor drücken, selber zu fahren, genauso wie Praios-Geweihte nicht vor Gericht den Richter machen. Das ist mein Aventurien. Wenn ihr jetzt sagt, Ephadaios soll Kapitän werden, dann ist das irgendwo logisch. Ich würde es auch verstehen, weil Ephadaios als Spieler lange dabei ist. Ich weiß nicht, also ich glaube, eine Meyer würde sich auch gut machen, vor allem weil er schon Kapitän war, aber jetzt so eine ganze Dämonenarche ist natürlich auch ein bisschen heftiger und er ist auch noch nicht so lange dabei. Ich weiß nicht, was mit Romilly ist. Klar, die kann das auch nicht, aber Jalan konnte das früher auch nicht und das ist jetzt eine Entscheidung, die müsstet ihr eben alle als Spieler treffen. Ich werde mich Also, da nicht zu äußern. Ich sage euch nur, NPCs machen den Job nicht. Da habe ich keinen Bock drauf. wir meutern noch nicht mal weiter. Dann ist die Hälfte tot, aber darum geht's nicht. Ich kann halt gar nicht einschätzen, wie Nemea das machen will, weil sein Char hat halt schon eher so den südaventurischen Touch mit Sklaven und so. Und das können uns auf eine andere Weise. Also es könnte zu mehr Veränderungen führen, wie es auf der Arche abläuft, als wir uns jetzt vielleicht gerade ausmalen. Nee, das glaube ich nicht. Romilly als irgendwo Dominium hast du nicht gesehen, da oben geht noch durch, aber Kiaras als Ausländer, den kannst du nicht nehmen, nein. Als Ausländer, was bist du denn für ein Rassist? Remrod verpasst euch einen Einlauf, und mit Recht. Und ich Wer verpasse euch verpasst einen uns einen Einlauf, Einlauf? und ich verpasse euch einen Einlauf, und mit Recht. Ja. Ich meine, ich bin auch ein Ausländer. Richtig, deswegen bist du ja auch nicht der Captain. Richtig, darum wurdest du vom Captain abgesetzt. Jetzt dir gleich mal was ab. Ja, kannst du ja mal versuchen. Hatten wir schon, hat nicht Ja, funktioniert. richtig. Macht sich natürlich richtig gut, wenn du als Kapitän enthoben bist und gleich Rache forderst. Ich fordere nicht Rache, ich fordere meinen Hut zurück. Also, was machen wir jetzt? Enteignung oder Entheben des Kapitäns finde ich ganz cool.
Bringt mal ein bisschen neuen Wind in die Segel. Müsst ihr euch dann selber entscheiden, wie lange das ist, aber jetzt aktuell mit diesem Vorwurf im Raum. Ja, ich würde sagen, solange bis er vor Gericht da seine Unschuld bewiesen hat. Von dem richtigen Gewicht. Und dann? Wenn Romilis. Dann müssen wir umgehen. Ephadaios oder Romili? Für den Übergang auf jeden Fall Romili. Ich bin jetzt doch für mich selbst. Na gut. Dann der Ephadaios. Ja. Yay. Jagold wird das Urteil sprechen. Kapitän Jarlan Greifmund vom Schnattermoor wird seines Amtes enthoben. Das Amt des Kapitäns dieser Arche, ehemals Gezeitenspinne geheißen, nun Perlenwacht. Perlenwacht. Nun Perlenwacht wird übergeben in Vertretung an den Effert-Geweihten. Ephadaios. Mit vollem Namen? Ephadaios, Sohn des Priokles. Ja. Fordert Ahmad eine weitere Satisfaktion oder ist ihm damit Genüge getan? Nun, ich fände es gut, wenn irgendjemand immer ein Auge auf Jarlan Greifmund von Schnattermoor hält, da ich mir immer noch nicht sicher bin, ob er nun ein Paktierer ist oder nicht. Dann verfüge ich hiermit, dass ihr neben ihm wacht und euch nicht von der Seite löst. Das Kommando an Bord der Arche übernimmt nun Ephadaios und auch das Kommando in der nächsten anbahnenden Schlacht vor Helmenport, was immer noch ansteht, wird Ephadaios übertragen. Damit wird die Versammlung aufgelöst. Oh, ich gehe zu Jagold. Jagold? Ja, dann verzeiht mir. Ich hab getan, was ihr für richtig haltet. Es war eine schwere Bürde, die ihr mir aufgelegt habt. Ach, man stellt sich hinter die beiden mit verschränkten Armen. So der Herr Prios will, wird sich die Sache alsbald ausräumen lassen. So soll es sein. Perigom, Beilung, mir soll es gleich sein. Ein 12-göttlicher Hafen. Aber ein Adliger wird ja auch nicht gefragt, ob er anführt oder ob er vor Gericht sitzen muss. Er tut das einfach, weil es von Prios befohlen wurde. Wir wurden dafür geboren, wir können nicht zurückschrecken. Also gut, Ephadaios, die nächsten Kämpfe. Wir verzichten auf Brandöl. Ahmad steht dabei? Ahmad steht dabei, immer in der Nähe von Jal. Wir verzichten auf das Brandöl. Die feurigen Geschosse der Arche, darüber müssen wir uns noch Gedanken machen. Aber beim nächsten Sturm werden wir sie auf jeden Fall nicht einsetzen. Passt euch das, Bruder. Na, schaut zu Ahmad. Natürlich. Romilly blickt Ephadaios, euer Gnaden, wenn ich etwas einwerfen dürfte? Spricht ihr mich in meiner Funktion als Priester an oder als Kapitän? Nun, in diesem Fall als Kapitän und Leiter des folgenden Einsatzes. So spricht. Von meiner Reise aus Festum habe ich einige Alchemiker erworben, die uns einen Kampf erleichtern könnten. Nichts, was die Menschen umbringt, aber hindert ihren Kampf. So wie sie es planen, einzusetzen. Ich spreche hier von Tränenkraut und, nun ja, Stinktöpfchen. Und ihr gedenkt es, wie einzusetzen? Nun, wenn wir, meine Schwester und ich, vorfliegen, könnten wir damit die Leute schwächen, damit ihr sie einfacher überwältigen könnt und gefangen setzen könnt. Ephadaios schaut einmal zu Ahmad. Entschuldigung, ich habe gerade meinen Sieg ausgekostet. Was für eine Frage? Bruder, ich bin mir sicher, das entspricht zwar nicht dem ehrenhaften Zweikampf, aber wir sind hier immer noch im Krieg.
Meint ihr, wie war das? Tränenstaub? Tränengas? Können wir abwerfen über unseren Feinden, bevor wir sie attackieren? Nun, ich halte dies ebenso unehrenhaft. Allerdings kann man dieses Tränengas nutzen, um die Feinde nicht umzubringen, sondern gefangen zu nehmen. Gut, dann erlaube ich es. Unsere Feinde werden dadurch auch von unserem Annähern informiert und erhalten dadurch einen, ich würde sagen, ebenso großen Vorteil. Es ist also nicht unherrenhaft. Euer Gnaden, Ephadaios. Wir werden das wohl richtig machen, nicht wahr? Ralan baut sich dann auf, zieht sich seinen Hut vom Kopf. Emir, die von Paras gegebenen Worte des Herrn Riedkötter befohlen, begebe ich euch wohl das Amt des Kapitäns. Passt gut auf das Schiff und seine Mannschaft auf. Oder die Götter werden euch dafür richten. Oh, da gibt er dir den Hut. Nimmt ihn entgegen, hält ihn sich an die Brust. Mein erster Befehl an dich, mein Freund, dass du deinen Schwur weiter beibehältst, auf diese Mannschaft zu achten, für sie zu kämpfen. Du wirst den Angriff nebst der Hauptmänner führen. Okay. Ich verlasse mich darauf, dass bevor ein richtiger Urteilsspruch am Festland gesprochen werden kann, du dich nicht weiter als nötig von der Arche entfernst. Ja, dann greift deinen Unterarm. Solange ihr Kapitän seid, schwöre ich das. Bei Paios, bei den Göttern, beim Greifenthron. So wahr sie mir alle helfen. Und er war da. Dieser Hut hat Maraskan überlebt. Verliert ihn nicht. Ei. Oh, mein Prinz, jetzt bist du schon Kapitän. Mit dem Schwert an deiner Seite. Das war einfach. Dieser Rondrianer gefällt mir. Sieht ein kleines Grinsen auf seinem Gesicht. Gut. Dann wollen wir uns einmal vorbereiten. Wie viel Uhr haben wir gerade? 12 Uhr. Mittags oder nachts? Mittags. Beziehungsweise, Entschuldigung, nee, das macht keinen Sinn. 5 Stunden Flug und so weiter, also wo. Wir haben jetzt aktuell den 28. Es wird langsam dunkel. 17 Uhr. Okay, bei 30 Meilen. Könntet jetzt also entweder einen weiteren Tag warten und weiter pumpen oder angreifen in der Dunkelheit. Fräulein Romilly, habt ihr das Gefühl gehabt, dass sie sich auf unseren Angriff vorbereitet haben? Haben sie uns entdeckt? Ich würde sagen, sie haben noch nicht mit uns gerechnet. Nun, in der Dunkelheit werden sie uns sicherlich auch nicht entdecken. Ich glaube, der Tag war anstrengend genug für die Männer. Wir werden bei Morgengrauen Helmport angreifen oder erobern. Aber vielleicht wären Deckwachen nicht verkehrt. Damit wir vorgewarnt werden, falls wirklich meine Einschätzung fehlerhaft sein sollte. Gewiss, Ritter Riedkötter. Ich vertraue darauf, dass ihr euch darum kümmert. Ja, selbstverständlich. Ich werde die Wachen selbst bestimmen. Gut. Ja, ich marschiere zu meiner Knappin und der Rondriana kommt mit. Jo. Ich nehm keine Acht darauf, wo er hin will. Ja. Und hinter Ahmad läuft Hilal hinterher. Ich habe für dich in meinem Leben noch gar nicht Rachsucht gewürfelt. Ja, komm ran. Oh, ihr Götter, ich sehe schon, wir bringen uns gegenseitig ins Grab. Ja, komm ran. Einer von uns stirbt. Frosty, kannst du das bitte im dementsprechenden Beitrag im Forum vermerken? Der ist ja von dir. Wir hatten heute Jasper, wir hatten Ahmed und wir hatten Hilal. Ahmad, wenn ich bitten darf, ja. Hilal ist auch drauf. Für irgendjemanden habe ich noch eine 1, aber nicht bestätigt geworden. Subdeal. Lubdil, nee, ja, ja. Nicht, war es Lubdil? Lubdil, Jasper eins, ja. Und Ahmad. Ja, Hilal war es nicht. Ja, Hilal hat keinen Grund, dass du dich an einem Kind rächst. Das ist Blödsinn.
Irgendwann ist er erwachsen. Junge. Dann komme ich wieder. Also der Typ ist 8, ne? Also ja, 10 Jahre. Vor 10 Jahren warst du mal pissig, jetzt ist Zeit abzurechnen. Blackerats. War drei gefälliges Duell, go, go. Und dann stellst du fest, es ist zwischen Korg weiter. Blackerats will es. Ja, auf dem Weg durch die Arche zu Myria wirst du feststellen, dass du nicht mehr in der Arche wandelst, sondern in einer gigantischen Halle. Viele, viele Säulen, die dort stehen. Und eine Garde aus Herrschtertim, die dort in den Schatten steht, lauern, warten. Tun wir noch einen Schritt. Noch einen. Ja, du gehst durch diese riesige Halle und auf dem anderen Ende kannst du einen gewaltigen Thron erkennen, der dann wieder leicht unsichtbar wird, sich verschiebt und du stehst vor Iribalgos Kabine. Ich bin gerade angesetzt, um etwas zu sagen, aber ich hier stehe, schüttle ich nur verwirrt mit dem Kopf, trete ein. Ja, auf dem Bett sitzt Myria und weint bitterliche, große Krokodilstränen. Es tut mir leid, mein Herr. Es tut mir leid, das wollte ich nicht. Ihr wolltet, dass ich unter Eid aussage. Ich wollte nicht lügen und die Fragen... Oh, sie dann gerade wie Ahmad dahinter steht. Jetzt mich neben sie. Lege den Arm auf die Schulter. Denke einen Moment lang drüber nach, ob ich nicht Ahmad hinausbitten kann, aber es hat keinen Zweck. Du solltest dich nicht grämen, Myria. Du hast geschworen, die Wahrheit zu sagen und das hast du getan. Du hast dem Herrn des Lichtes heute stolz gemacht. Und mich auch. Der Ausgang der Sache ist egal. Wichtig ist, dass man die Wahrheit spricht. Ja, mein Herr. Es ist ja auch nur ein Kapitänsposten und wenn ihn jetzt Ephadaios hat, das ist gar nicht so schlimm. Wir können dann... Du kannst dann ja später die Position wiederbekommen. Es ist ja auch nur eine Arche. Wir werden die Sache aufklären. Ephadaios ist ein guter Mann und er hat die Mannschaft am Herzen. Ich bin mir sicher, er wird die meisten von uns heil ans Ziel leiten. Myria springt vom Bett auf und fällt dir um die Arme. Nun gut. Ruhe dich ein wenig aus. Sieh zuerst, wenn die Waffen alle in Ordnung sind. Heute Nacht wird es losgehen. Ein weiterer Pumpvorgang. 1W20. 29. Zar. Maraska. 29. Zar. Warum schreibe ich die Jahreszahl überhaupt auf? Hat den schon geworfen? Warte, ich möchte meinen Chippy benutzen, damit wir den nachwürfeln können. Nein. Was? Nein, kein Chippy. Nein. Warum denn nicht? Geil, weil das Achmats Wurf ist. Du versaust alles. Nee, vorhin hatte er eine 15. Das war okay. Achmat, du versaust alles. So, ein. Ach, wein nicht so. Ein Kind. Handlungspunkt mehr und ihr steht 30 Meilen vor Helmport. Ja, wir werden eine Kombination aus den Schlachtregeln benutzen, den Schlachtregeln aus der Helmer-Hafax-Saga und dementsprechend, wenn ihr an Bord geht mit euren Einheiten, beziehungsweise an Land geht mit euren Einheiten, dann werden wir die Moral, die Qualität der Leute testen, die Informationen durch Spitzelkundschafter, das Gelände wird berücksichtigt, Modifikationen durch Kriegskunstproben und so weiter und so fort. Wenn ihr euch entscheidet und auf Wasser kämpfen wollt, dann wird das Ganze ähnlich ablaufen. Aber naja, dadurch, dass euch die Geschütze verboten worden sind, ist das alles ein bisschen schwerer. Wenn die Söldner schmieden, wie Ingerim das Eisen im heißen Feuer. Sage ich, bevor ich zu Ephanarius in den Gartenraum trete.